Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Brotherhood. Wir sind gemeinsam mit Lucy und den anderen beiden Wissenschaftlern in der Haut von Desmond Miles in Monte Regioni, aber nicht etwa im 18., 17. oder 19. Jahrhundert. Nein, wir befinden uns in der Aktualität, in der Gegenwart. Und wir folgen jetzt dem Geist. Wer ist das? Onkel Mario? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sieht es hier schon ziemlich geil aus. Natürlich ziemlich modern alles. Aber, Alter, schon wieder diese komische Geistgestalt. Hier hoch sollen wir. Machen wir dann auch mal direkt. Wir sollen jetzt da runterspringen. Ach du liebe Zeit. Und das Gute ist ja, dass Desmond Miles quasi die Fertigkeiten seiner Vorfahren übernommen hat. Und deshalb können wir einfach mal sowas machen. Yeah. Desmond, das war ziemlich cool. Kam mir ganz normal vor. Hier lang kommen wir rein. Gut gemacht. Wir warten dann einfach hier oben, ja, so ganz allein. Mit Zielsuchern auf dem Rücken. Heul doch nicht rum, Sean. Bist doch hier der kluge Kopf. Ist schon irgendeine Lösung finden, alter Penner. Ach, warum geht das nicht an? Ach, endlich raus aus dem Animus. Das ist nicht unbedingt meine Vorstellung von schön. Lass mich raten, du bist mehr der um 6 ins Bett-Typ. Was? Desmond? Ich bin nicht so langweilig. Ja, sehr überzeugend. Überzeugt. Okay, okay, wenn wir die Welt gerettet haben, zeige ich's dir. Hey, kann ich das schriftlich haben? Wir haben Licht. Ist das etwa die Grabkammer von den Auditores, wo wir damals Altairs Rüstung... Was war das? ...erhalten haben? Ich kann nicht sehen. Die flüchtenden Dorfbewohner. Lauf! Verschwinde, bevor die Soldaten dich schnappen! Correte! Los! Heiliger Bimbam! Sie flohen hier lang. Was? Ezio und die Einwohner. Nach dem Angriff. Ich kann sie sehen. Ich weiß, es ist schwer. Aber versuch dich abzugrenzen, Desmond. Konzentrier dich aufs Jetzt. Und wenn die Visionen nicht aufhören? Wie lange noch, bis ich die Wände mit Symbolen beschmiere? Das ist nicht lustig. 16 ist tot. Wir konzentrieren uns auf das Jetzt, okay? Na klar. So, wir sollen jetzt den Hebel betätigen und diese Tür öffnen und tiefer in diese Kammer eindringen. Zack. Au. Der hat's auch hinter sich. Super, es klemmt. Ich pass durch. Ui, that's what she said. Bereit. Kriegst du das Tor irgendwie auf? Nicht, wenn ich nicht enden will wie dieses Skelett. Ich suche mir einen anderen Weg. Na klar, wir dürfen wieder klettern, ist ja logisch. Haben ja auch nichts anderes zu tun. Und zwar hier hoch. Von hier aus komme ich in den Korridor unter mir. Ziemlich pass auf die Ratten auf. Düster alles. Ich dachte, wenn du welche siehst. Danke für deinen wertvollen Hinweis. So ein bisschen Dungeon-artig. Sehr geil auf jeden Fall. So, hier, wir müssen hier runter. Oh, können wir vielleicht die Waffe mitnehmen, falls uns irgendwelche Dämonen über den Weg laufen? Okay, falsches Spiel, ich verstehe. Hi! Mehr Geister. Ich bin hier, ja? Bleib bei mir. Klar, du bist der Supersaver, ne? Vor allem, wir sollen bei ihr bleiben und müssen aber vorlaufen. Aua. Wo müssen wir denn jetzt lang? Hier hoch? Ezio! Ja, hier hoch. Und da vorne ist ein weiterer Hebel. Wurdest du getroffen? Nein, ist Mutter wohl auf? Desmond, da kommen wir nicht hoch. Und wenn du mir Schwung gibst? Keine gute Idee. Ich könnte dich hochwerfen und du greifst die Kante. Noch schlechter. Komm mit. Checkpoint erreicht.
Wie wär's damit? Was hast du denn vor? Hoho! Gut gemacht. Stets zu Diensten. Hm. Wie alt sind diese Tunnel wohl? Halten die Balken unser Gewicht? Nach der ganzen Zeit im Animus bin ich da nicht so sicher. Ich wollte nichts sagen, aber du wirst langsam fett. Autsch. Becker hat sogar schon den Animus verbreitet. Im Ernst? Nein. Geile Konversation auf jeden Fall. So, hier ist wieder ein Hebel. Und los geht's. Bereit. Hui! Ah, ah, wie die am Stöhnen ist, Alter. Weiß mir bei Assassin's Creed noch nie wirklich gefallen hat, zumindest bei den ersten drei Teilen, dass die Charaktere doch recht animationslos. Animationslos? Als Ezio hier war. Ja, ich meinte Ezio. Also ich meinte, Alter! Hey, ganz im Ernst. Ich hab den Spaß meines Lebens. Und das verdanke ich dir. Pass nur auf, wo du hintrittst, okay? Also, was ich sagen wollte, die Charaktere sind zumindest hier in der Gegenwart doch recht emotionslos. Das wollte ich sagen. So. Wo sind wir hier? In der alten Grabungsstätte scheinbar. In der Grabstätte. Und wir müssen hier runter. Ups. Ja, warum die Leiter nehmen, ist total uncool. Mainstream und so. Und das war Homer Simpson. Ist auch wieder am Start. Alter. So. Hätte ich mal gerade lautlos gemacht. Das ist übrigens von dem Spiel Simpsons, wie heißt das? Springfield, genau. Auf dem iOS zocke ich das. Zack. So. Und da ist wieder so ein Hebel. Können wir den vielleicht diesmal ziehen? Seit wann ist das mein Job? Wenn ich alle Hebel bewegen würde, was bliebe dann noch für dich? Nichts. Netter Versuch. Bereit? Da, ein Hebel! Lucy könnte auch Bond Girl werden. Hier geht was auf. Da oben? Oh oh. Warum soll denn auch die Tür vor uns aufgehen? Das wäre ja auch total langweilig. Nein, da geht oben irgendwas auf. Natürlich. Ich hänge hier fest, aber ich sehe einen Hebel auf der anderen Seite. Super. Ezio darf mit Katharinas Forza baden und ich schwimme im Klo. Ja, so ist das, ne? Ezio. Müssen wir den Hebel... Ah ja, okay. Ach, wir müssen halten, okay. Den hier hab ich. Ich sehe hier gar nichts, es ist ganz schön dunkel. Pass mal auf. Kann ich hier vielleicht irgendwo die Helligkeit ein bisschen... Genau. Okay, das ist vielleicht ein bisschen zu übertrieben. Pass mal auf 6 vielleicht. Ja, warte mal. Ja, das sieht auch auf dem Bildschirm besser aus. Ich glaube, 6 ist okay. So, wo geht's jetzt hier weiter? Hier drüben? Dürfen wir schwimmen? Müssen wir vielleicht sogar schwimmen? Ne, den Hebel müssen wir... Oh, doch, warte. Zack. Und dann... Nee. Okay, wir müssen... Alter, hör auf. Wir müssen wohl tatsächlich ins kühle Nass. Oh Mann, ist das kalt. Nicht jammern. Um zu heulen. Du genau. Du hast recht reden. Du schwimmst auch nicht in der Renaissance-Kloake. Ach, stell dich doch mal an, Alter. Puh, ich stink. Du übertreibst. Gamer. So, und jetzt? Hallo? Was sollen wir denn jetzt machen? Ach, hier hoch wahrscheinlich. Ja. Natürlich. Und hier rüber. Jetzt müssen wir den Hebel wahrscheinlich gleichzeitig betätigen. Wow. Ja. Ja, ich hab so Freude. Da runter müssen wir. Ups. Und beliebige Taste halten. Und die Katze nervt. Bereit? Wow! Laut auf den Ohren. Okay, lass los. Okay. Warum wirst du eigentlich nie nass? Dafür habe ich dich.
Charmant. Ja, ne? Porn Creed oder was? So. Huch. Hey, bleib da oben. Ich hab dich. Danke. Ezio, wir sind auf der anderen Seite. Schnell! Was? Da oben. Wieder so eine Fiktion. Katzo! Gott, rette mich! Die häufen sich gerade ganz schön. Super, die Brücke ist hin. Zu weit zum Springen. Ich habe eine Idee. Du musst mir helfen. Geh an die Kante und mach dich bereit. Okay. Bereit. Wow. Lass mal sehen. Geh du nur ruhig vor. Ich bleibe hier im Dunkeln und spiele mit den Ratten. Spring rüber. Gute Arbeit. Na klar. Für die Ratten. Lucy, du hast echt drauf. So, weiter geht's. Soldati, hier ist dein Eingang. Erinnert so, halt, Moment, wir müssen, glaube ich, hier unten lang. Erinnert so ein bisschen an ein Assassinengrab, ne? Uah, hier rüber gehen wir. Komm, zack, zack. Und runter. Und dann hier rüber. Schwupps. Hier hoch. Und dann schließlich, wo lang? Ne. Lucy? Sollen wir... Ach ja, ich glaube schon. Okay. Ich warte hier. Na klar. Gut, ich hol dann mal die Brücke für dich runter. Die letzte habe ich gemacht. Ja, aber es war nur deine letzte. Haha, sehr lustig. So, hier hoch oder wo müssen wir hin? Darüber? Ah, hier hoch. Okay. Schwupps. Schwupps. Und dann... Oh. Scheiße. Ah. Herrlich. Das war ich wohl ein bisschen zu voreilig. Naja. Ihr kennt das ja, ne? Ich möchte auch mit Brotherhood einfach alte Traditionen wahren. Und bloß nicht alles auf Anhieb schaffen. So, wo ging's lang? Hier drüben. So. Dann hier hoch. Alter, Kleiner, ich muss mal kurz das Katzenproblem hier mal in den Griff kriegen. Moment. So. Da bin ich zurück. Weiter geht's. Wo müssen wir denn jetzt? Wir können doch jetzt hier gar nichts machen, weil doch Lucy da unten noch ist. Aber wahrscheinlich... ist da drüben ein Hebel, den ich übersehen habe. Ja, dahinter. Klar, so versteckt auch, ne? Ist klar. Mann, ey. Hab's. Dankeschön, Desmond. Bitteschön, Lucy. Uah, hier rüber, komm. Schön. Und dann da hinten hoch. Zack. Hi. Jetzt bin ich mal dran zum Ausgleich. Danke. Ist ein Anfang. Also mit emotionslos meinte ich jetzt einfach, dass die Charaktere, die Dialoge passen nicht so ganz zu dem, was gerade passiert. Ich meine, sie sagt im Springen, jetzt bin ich mal dran, ohne irgendwie zu schnaufen oder so. Das habe ich damit gemeint, mit emotionslos, ne? Nicht falsch verstehen. So, geht's jetzt hier wieder runter? Oder müssen wir hier hoch? Ne, ich glaube eher nicht, oder? Ne. Gut, wir müssen hier runter. Auf geht's. Uah. Können wir uns hier einfach runterfallen lassen? Jo, geht. Aber was würde das für einen Sinn ergeben? Ja, doch. Doch, ergibt Sinn. Okay. Hier rüber und dann hier hoch. Ist ganz schön viel Geklettere gerade, ne? Ui. Scheiße. Hier wieder hoch und dann hier über die Seite. Ich dachte, ich kann da vielleicht so cool rüberjumpen. Aber das hat nicht funktioniert. Ich lasse es besser auch. Weil ich bin weder cool, noch kann ich jumpen.
Kommst du hier hoch vielleicht? Ja, geht. Geht klar. Und dann hier hoch. So. Und jetzt? Ah ja. Und ab geht's. Danke. Wir sind ein gutes Team. Ja, das sind wir. Okay. Komm, Desmond. Gehen wir. Aber natürlich doch. Ich hoffe, das ist jetzt endlich mal vorbei hier. Das ist ja echt übertrieben, wie viel man hier rumspringen muss. Oh, ich auch. Vor allem früher bist du halt einfach nur durch das Bücherregal durchgegangen. Und jetzt musst du halt irgendwie so eine Megatortur auf dich nehmen. Was ist jetzt los? Alles dunkel. Desmond Miles im Fokus. Wir sind im Altarraum. Wow. Wird so alt. Ezio muss nach dem Angriff hierher zurückgekehrt sein. Aber warum? Desmond! Okay, öffnen wir die Tür. Aber natürlich doch, wir öffnen die Tür. Wo ist sie denn, die gute Tür? Und wo ist Lucy? Lucy? Da hoch? Oder? Ist die schon hier hochgelaufen? Ich weiß jetzt gerade gar nicht. Nee, eigentlich ja nicht, oder? Das ist ja der Aufgang hier. Doch, hier ist sie. Ah, okay. Hi. Versuch doch diesen Blick, den du von Altair gelernt hast. Das heißt Adlerauge, ja? Hier ist danke. Irgendwas. Okay. Kannst du den verdammten? Klar kann ich. Ihr habt es geschafft. Wurde aber auch Zeit. Als Maulschau. Was ist das? Vielleicht deine Mutter. Eine Hinterlassenschaft von Ezio. Unten drunter stehen Zahlen. 1419, 1420 und 1421. Ah. Vielleicht solltest du dich etwas hinlegen. Na, schon gut. Bin okay. Wow. Das wurde für die Ewigkeit gebaut. Keine Anzeichen struktureller Schäden und kein Handyempfang. Hier sollten wir sicher sein. Holen wir den Animus runter. Okay, sieht doch gut aus. Schau und versteck den Van in der Stadt. Und pass auf, dass keiner dir folgt. Was? Was stinkt denn so? Das bin ich. Als wärst du durch eine Klärgrube geschwommen. Das war Lucys Idee. Moment, Jungs, wir brauchen Strom hier unten. Es gibt eine Leitung in der Nähe, die ich anzapfen kann, aber die ist zu schwach. Oh ja, na klar, ja, ja. Wollen die Damen sonst noch was? Ein bisschen Kaviar vielleicht? Oder soll ich euch ein Mützchen klöppeln? Nein? Prima, komm mit. Ich mag Sean immer noch nicht. Und in der nächsten Folge werden wir dem kleinen Spasti dann auch mal folgen, wohin auch immer er gehen will. Bis dahin, haut rein.